Hallo zusammen, hier ist wieder mal der Felipe und heute geht es darum, dass ich euch zeige, wie man ganz einfach eine Reinwasseraufbereitungsanlage, also eine Filtereinheit, kann mit neuem Granulat befüllen, was wirklich simpel einfach ist und jeder selber kann und sollte machen. Ich zeige das anhand einer Filterpatrone, die wir hier bei uns im Geschäft selber brauchen, für zum hauptsächlichen Kühlkreisläufe und Staplerbatterien damit wieder zu befüllen mit Reinwasser. Das wäre die Filterpatrone, die wir für das benutzen. Die wird immer sehr ähnlich aussehen. Die gibt es in gross und in klein. Die hat so einen Kopf, der anzeigt drauf vom Leitwert. Ich glaube, das sind Mikrosievert. Und das ist grün, wird dann orange und rot. Und unsere ist jetzt verbraucht. Dann nimmt man hier den Kopf ab. Und normalerweise würde man jetzt die Patronen entweder ersetzen oder einschicken und dann wird die wieder befüllt durch einen fachmännischen Betrieb. Und ich zeige euch schnell, wie das geht. Die hat unten noch eine Öffnung. Die schraubt man auf. Das ist nichts anderes als ein Pelter. Dann kann man leeren, was da drin ist, kann man rausschütteln. Dann gibt es das Granulat. Das ist verbraucht. Das habe ich rausgenommen, um zu schauen, wie viel Inhalt in dieser Büchse drin ist. Und das Granulat heisst übrigens Ionentauscher-Granulat. Und da habe ich zwei sehr gute Hersteller gefunden. Der eine, der heisst Landgesess. Schreibt sich so. Fokus. So. Genau. Und die hatten das NM60. Fokus. Was sehr gut wäre. Und ich habe mich aber für ein Produkt entschieden von der Firma Lentech. Schreibe sich so. Fokus. Tipptopp. Die haben diverse Granulat. Wenn ihr auf die Seite könnt ihr nachschauen. Und die haben zum Beispiel genau das da. Das ist MB115 oder das MB114 für Produktion auf ultra purem Reinwasser. In den verschiedenen Qualitäten. Die haben auch noch diverse andere chemische Produkte. Und das sieht dann so aus. Das in dem Kübel, in dem Sack. Ist wesentlich heller als das verbrauchte. Das kann mit der Farbe kann man da sicher vergleichen. Neu, verbraucht. Verbraucht brauchen wir nicht. Neue brauchen wir. Und das füllen wir jetzt hier rein. Mit der gleichen Menge, die wir dort rausgenommen haben. Wenn man hier die Richter hat, das wäre noch eine gute Sache.
Dann kommt hier unser Verschlussdeckel wieder sauber drauf. Wir haben diese Kalkungspatronen, die Reinwasserpatronen, die verbraucht war mit der schlechten Anzeige, die rot geworden ist, oder orange, oder gelb, haben wir demontiert. Wir haben sie unten aufgemacht, wir haben sie geleert, wir haben das verbrauchte Medium rausgenommen, wir haben ein neues Medium gekauft, wir haben es eingefüllt. Und jetzt gehen wir die neue Patronen in Betrieb nehmen. Und ich zeige dir geschwind ein kurzes Filmausschnittli, wie die Anzeige aussieht nach dem Reinigen. Vielleicht auch hier noch schön zum Sagen, wieso ich überhaupt das Video mache, dass man das wirklich ganz einfach selber machen kann. Ich habe nämlich immer gemeint, in diesen Filterpatronen, das sei irgendeine Zauberei, Hexerei, das sei kompliziert und schwierig. Und der Austausch von dem Granulat, von so einer Patrone, kostet fast 300 Franken. Und der Inhalt, das Granulat, das ich jetzt hier vorhin austauscht habe, das hat einen Warenwert von 80 Franken. Und dann verstehe ich es nicht, dass, wenn man hier gut ausgerüstet ist, ist das innerhalb von 10 Minuten, 15 Minuten ist das gemacht. So, die ersten Tropfen kommen raus. Unsere Anzeige zeigt unter 0,5 an. Neue Patronen, Ziel erfüllt. Ganz einfach. Auch noch nicht ganz flüssig, hat auch noch Luft drin. Genau. Jetzt tun es nochmal. Voller Durchlauf. Gute Anzeige. Reinwasserfilterpatronen wechseln, ganz einfach. Und mit dem wünsche ich einen guten Start in die Woche.